Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Energy Flow Videos. Und dieses Mal geht es um das Wurzelchakra und ein ganz, ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach, und das ist die Angst. Und sicherlich kennt jeder von euch das Gefühl von Angst, egal in welcher Situation auch immer, stärker oder schwächer. Und wenn du das Gefühl von Angst kennst, kennst du auch vielleicht diese Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeitsgefühle, die damit verbunden sind, die Angst um Sicherheit, Urvertrauen, was einfach fehlt. Und wenn du ein Mensch bist, der sehr ängstlich ist oder auch oft mit Ängsten zu tun hat, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn diese Videos sollen dir ja dazu dienen, dass du diese Ängste energetisch mit der Energieübertragung im Anschluss bearbeiten kannst und wirklich wieder von der Angst ins Vertrauen und in die Liebe kommen kannst. Und diese Energien, die helfen dir richtig, richtig gut dabei. Und du kannst dieses Video, wenn du auch öfters diese Ängste hast, natürlich auch mehrfach anwenden. Dann empfehle ich wirklich immer 21 Tage hintereinander, ja, diese Meditation, diese Energieübertragung auch zu machen, und dann wirst du merken, dass sich auch was tut, ne? Aber in der Regel schon eigentlich nach dem ersten Mal. Ihr kennt es auch von dem ersten Flow-Video, was wir mit Liebe und Selbstliebe ja gemacht haben. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Wahnsinn, ich glaube, so viele Nachrichten habe ich noch nie bekommen in keinem Video, wie das auf euch gewirkt hat. Und dadurch, dass es halt, ihr sollt es im Alltag immer wieder auch anwenden können, sind es ganz kurze Videos, die ihr immer wieder zwischendurch einfach in den Alltag mit einbauen sollt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der Energieübertragung und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ihr Lieben, dann beginnen wir wieder mit unserer Kerze. Und starten mit der Energieübertragung für unsere Ängste. Schließe deine Augen. Und nimm noch ein paar tiefe Atemzüge. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Und spüre, wie die Energien bereits jetzt beginnen zu fließen. Es sind Energien, die dich bei all deinen Ängsten unterstützen können. Dabei ist nicht wichtig, ob du diese Ängste schon länger hast oder ob sie dich nur ab und zu begleiten. Sie wirken auf alle Ängste. Diese Energien unterstützen dich dabei, diese Ängste zu transformieren und dich wieder neu auszurichten und mit neuer, frischer Energie aufzufüllen. Atme nun langsam in deinem Rhythmus ein und aus. Und spüre die Energie. Lege deine linke Hand auf dein Herzchakra
Und spüre, wie nun diese Energien über deine linke Hand in dein Energiesystem fließen. Du bekommst genau die Energie, die du jetzt brauchst. Wenn du gerade eine Panikattacke hast, bekommst du genau die Energie, um diese aufzulösen. Wenn du Existenzängste hast, bekommst du genau die Energie, um diese aufzulösen. Vertraue, dass genau diese Energien dich zurück in die Liebe und das Urvertrauen bringen. Wisse, dass jede Angst nur im Kopf entsteht. Alle Symptome, die du vielleicht gerade fühlen kannst, die sich sehr unangenehm anfühlen können, können dir nichts anhaben und sind nur das Notfallprogramm deines Körpers. Lege deine Aufmerksamkeit auf das Fließen der Energie und lass alle Symptome sich so ausbreiten, wie sie es möchten. Lass sie einfach da sein. Atme tief ein und aus. Und mach eine kleine Atempause nach dem Ausatmen. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du nicht glücklich bist, in denen du etwas verändern solltest. Aus diesen Gründen zeigt sich manchmal die Angst sehr häufig in unserem Leben. Siehe deine Ängste nicht als deinen Feind an, sondern versuche sie als deinen Freund zu sehen, der dich auf eine Misslage, auf einen Schiefstand in deinem Energiesystem hinweisen möchte. Verurteile dich nicht dafür, dass du gerade in dieser Situation bist. Bleibe immer liebevoll mit dir selbst und schenke dir immer wieder ein Lächeln. Die Energien lösen nun alle negativen Bänder aus deinem Energiesystem, die dich mit deinen Ängsten verbinden. All deine negativen Gedankenmuster werden durchtrennt. Atme dabei bewusst ein und aus und unterstütze die Energien,
mit jedem Ausatmen ganz bewusst. Gib ganz bewusst deine Ängste ab. Alle unverarbeiteten Gefühle aus deiner Kindheit werden gereinigt und geklärt. Alle unschönen Situationen, die mit deiner jetzigen Angst zu tun haben, werden transformiert. Dabei ist es nicht wichtig, wie sie entstanden sind. Sie werden mit diesen Energien einfach aufgelöst. Fühlst du, wie nach und nach alles von dir abfällt und deine Symptome immer weniger werden? Vielleicht fühlst du dich schon besser oder leichter. Und die Engelenergien klären nun auch noch dein Wurzelchakra. Vielleicht siehst du ein kräftiges Rot vor deinem inneren Auge. Alle Ängste sind nun transformiert. Du kannst diese Energieübertragung jederzeit erneut durchführen. Und immer wieder passen sich die Energien auf deine neue Situation an. Du bist nun in ein rotes Licht eingehüllt. Und umgeben von Selbstliebe, Stärke und neuer Kraft. Du bist geerdet und stark. Öffne nun langsam deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und komm ganz in deiner Zeit wieder hier im Raum an. So, ihr Lieben, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Und ja, wie immer nach diesen Energieübertragungen fühlt man sich ja erleichtert, gestärkt und viel besser. Und ja, aus eigener Erfahrung kenne ich natürlich auch diese negativen Gefühle. Und durch die Arbeit mit den Engelenergien, mit den Reiki-Energien, überhaupt mit der Lebensenergie, kann man die wirklich sehr, sehr gut bearbeiten. Und ich habe das in meinem Leben wirklich zu meinem Standard gemacht, damit zu arbeiten. Und ja, aus dem Grund möchte ich es euch auch gerne zur Verfügung stellen. Und ja, du solltest dich, wenn du jetzt Ängste gehabt hast, viel, viel besser fühlen. Und mach einfach diese Energieübertragung, Meditation immer wieder ganz intuitiv, wann du
das Gefühl hast, es ist jetzt noch mal dran. Also man kann es nicht überdosieren. Und ich wünsche euch ganz viel Freude damit und wünsche euch natürlich auch, dass ihr aus euren Ängsten wieder ins Vertrauen kommt und ja, dass es euch besser geht. Ja, alles Liebe und bis zum nächsten Flow-Video. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun. Und bis ganz bald. Tschüss.